Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr Lieben, ihr seht, ich habe uns hier noch was Schönes mitgebracht. Und ja, das ist der zweite Teil von unserer Reihe beschädigter Boxen. Die konnte ich nämlich reduziert bei comicplanet.de kaufen. Zuletzt hatten wir ja die Pikachu Figuren Collection gehabt. Zwei Stück. Seht ihr da die andere Figur noch auf der Seite? Dazu gab es noch so ein gratis Booster. Und ja, das haben wir daraus gezogen. Immerhin eine Prisma. Ich liebe ja Prisma-Karten. Und die habe ich einfach mal so als Glücksbringer stehen lassen. Wir schauen uns einfach mal die Collection an. Die meisten von euch kennen ja die Porygon Z Collection. Und die ist zum Beispiel an dieser Stelle jetzt hier beschädigt. Stammt aus dem Jahr 2019, also ist noch gar nicht so alt. Deswegen sage ich ja, werden die meisten von euch die kennen. Die andere Collection ist hier vorne beschädigt, aber man kann die jetzt nicht einfach so normal verkaufen. Ich glaube, die kostet zwischen 20 und 25 € regulär. Und ich habe 15 € pro Stück bezahlt, denn der Inhalt, der ist intakt. Also, wenn du jetzt die Sachen nur auspacken möchtest, ist das eigentlich perfekt. Kriegst du das Ganze nämlich ein bisschen günstiger. Und ihr seht schon, wir haben da coole Booster drin. Zweimal bunter Gleichgesinnten, Stunde der Wächter, naja, aber dafür auch Ultra Prisma. Und ja, da habe ich gedacht, okay, schlägst du zu. Das ist der zweite Teil. Wie gesagt, beim letzten Mal haben wir die Figuren Collection geöffnet. Und ich wollte das einfach mal ausprobieren. Und ja, die Ausbeute der beiden Figuren Collection war in Ordnung. Hätte natürlich deutlich besser sein können, hätte aber auch deutlich schlechter sein können. Kennen wir alle. Und das Video verlinke ich euch einfach am Ende wieder. Und wir schauen jetzt einfach mal rein, was diese schönen Collection für uns parat halten. So, geöffnet habe ich davon ja, glaube ich, auch schon mal wenigstens eine. Vielleicht sogar zwei. Ich bin mir da gar nicht mehr genau sicher. Aber das eine Video, was ich safe habe, was jetzt auch schon ein bisschen herliegt, ein paar Monate, meine Güte, die ist aber fest zu, du. Hau ich euch am Ende des Videos wieder rein. Ich hoffe, es geht euch soweit gut. Ihr seid stabil am Start. Ich hoffe, ihr hattet auch bei Weg des Schems Glück. Erstens, dass ihr da was ergattern konntet und natürlich auch, dass ihr da was Schönes gezogen habt. Am besten natürlich jedes Glurak einmal. Der Rest des Sets ist ja eher so, die Karten kriegst du zumindest sehr günstig, sagen wir es mal so. Da gibt es ja durchaus die eine oder andere schöne Karte. Hier Gardevoir in den verschiedenen Ausführungen. Von daher, das hätte doch einige schöne Karten. Hier bei den Collection haben wir halt nur das Problem mit diesen Haken. Das hat die Pokémon Company ja glücklicherweise abgeschafft, weil so wurden die Karten dann doch immer wieder mal beschädigt. Das ist jetzt beim Rausholen, aber auch beim Rein, ich nenne es jetzt mal Reinpressen in der Fabrik. Und das ist unsere Promo. SM216. Das Centering ist echt gut. Da kann man nicht meckern. Von hinten sieht die Karte auch gut aus, ne? Nicht so nach dem Motto von vorne lockt sie, von hinten schockt sie. Das kennen wir ja nicht nur aus dem Bereich der Pokémon-Karten. Und natürlich nicht zu vergessen hier eine Porygon ZGX XXL-Karte. Ja, das ist der Inhalt. So, die Karte steht hier natürlich auch noch. Bums, ne, jetzt liegt sie wieder. Jetzt lassen wir sie mal liegen. Gesleeved habe ich sie noch nicht, weil ich dieses Video auch direkt nach dem Video mit den beiden Figuren Collection abgedreht habe. Habe natürlich jetzt ein bisschen Zeit beim Hochladen vergehen lassen, damit man immer so ein bisschen Abwechslung drin hat. Weil ja, ich kann langsam auch nicht mehr diesen ganzen Weg des Schems Unboxing sehen oder dann flammende Finsternis. Also ich brauche immer ein bisschen Abwechslung. Hier ist das Centering, glaube ich, nicht so ganz gut. Man beachtet den rechten Rand und hier oben, mal so zum Vergleich. Ja, da gibt es schon noch einen kleinen Unterschied. Aber das ist alles noch im wahrsten Sinne des Wortes im Rahmen. Lustiges Wortspiel, mega Hammer, hat sich schon gelohnt. Und ja, auch hier wieder die gleichen Booster. Und natürlich nochmal Porygon ZGX XXL zweimal. Da sind sie, die Boys. Verstehe ich nicht. Also, wieso sagt man zu Karten Boys? Also, ich stehe nicht auf Boys. Weiß nicht, wie das bei euch ist. Ist ja legitim, aber ne. Ja, verstehe ich nicht. Aber ich glaube, das ist so dieses coole Insta- und YouTube- und Styler-Sprech. Dafür bin ich nicht cool genug. So, ich glaube, jetzt haben wir es in der richtigen Reihenfolge. Aber hey, no front, ne? Ich weiß, also muss man ja immer dazu sagen, sonst fühlen sich Leute hier irgendwie tangiert. Damit kann man sich natürlich mit diesem Spruch
direkt auch sowas exkulpieren, also alles gut. So, fangen wir an, Freunde. Stunde der Wächter. Letztes Mal sagte mein Neffe auch, du erzählst manchmal aber auch einen Quatsch. Ja, selbst er hat es schon bemerkt. Buckelknecht 90 hat nur Quatsch im Kopf. Schauen wir mal, was diese beiden Collection für 15 Euro das Stück uns bringen. Ich hätte mal wieder Bock, was zur Stunde der Wächter zu ziehen, schon ewig nicht mehr gehabt. Also ein Hit zumindest. Und dahinter. Machomai, oh Freunde. Die ist schön. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt schon habe. Ich kann mir vorstellen, dass ich die echt noch nicht habe. Ja, dann hat sich das Booster dann schon mal gelohnt, weil die ist richtig, also die ist knackig. Bums, Karte runtergefallen, aber ist doch nichts Wertvolles. Ja, sehr schön. Richtig coole Karte. Auch ein Set, was ich sammle, wobei ich jetzt da nicht den Anspruch habe, das voll zu machen. Ich habe mich nur irgendwann entschlossen, weißt du was? Die Booster tauchen immer irgendwo in den Collection wieder auf und du hast schon so viele geöffnet, weißt du was? Dann kannst du das Set auch sammeln und versuchst halt voll zu machen und wenn nicht, ja, dann halt nicht. Aber dann sind sie wenigstens schön in einem Album. So, Gastella, Tintacha, Vilursi, Baumwoll, Knuffenser. Eine Reverse Rare. Gelatino. Und dahinter. Ach ja, Freunde, der Winter, der kommt. Also das Wetter ist ja schon so, ja, ich mag den Herbst, aber irgendwie ist dieser Herbst, also zumindest hier bei mir in der Gegend, recht verregnet, finde ich schade. Also ein sonniger Herbst, das ist schon was Feines. War jetzt ja noch Ende September, Anfang Oktober, eine Woche in Dresden und Umgebung in Urlaub und da hatten wir so geiles Wetter. Das war brutal, ne? Dann das schöne Elbsandsteingebirge und so, das war schön. Also die da wohnen, ne? Ihr habt da richtig, richtig Glück. Deutlich schöner als hier bei uns im Pott. Ich wohne hier im Ruhrgebiet. So, aber genug geklagt. Und da haben wir unsere nächste Reverse Rare, Ultra Prisma. Ah, da fehlt mir noch eine Goldkarte, Freunde. Und wenn ihr Bock habt, dass wir mal was von Ultra Prisma wieder aufmachen, vielleicht mal so ein Display oder so, schreibt es in die Kommentare. Dann hauen wir da auch noch mal ein Display oder so raus und öffnen das hier. Da ist ja die Pullrate leider auch nicht so gut bei dem Set. Also da kannst du nur von so einer Pullrate wie bei Flammende Finsternis oder so träumen. Das ist leider so, aber ein Megaset sammle ich natürlich auch, klar, wisst ihr ja. So, Freunde. Ja, den kennen wir doch. Hatte der nicht auch Corona? So. Panflam, Quartermark, Haspiro, Venus Liebes, Snibbel, Luxio und dahinter. Das ist das Problem, dass die Booster in den Collection hier von Ultra Prisma gefühlt so gut wie nie gönnen. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal aus dem Ultra Prisma Booster, das ich in der Collection drin hatte, einen Hit gezogen habe. Also verdammt lang her. Ja, Mew und Mewtwo. Bunter Gleichgesinnten. Ein so schönes Set. Bis jetzt haben die Collection ja noch gar nicht gegönnt. Einige von euch sagen ja auch, was hat, ich hole mir überhaupt gar keine Collection mehr. Ich hole mir Displays und zum Beispiel eine Promo oder so kaufe ich mir separat. Die sind eh nicht teuer. Ich habe da überhaupt gar keinen Bock mehr drauf, andauernd da leer auszugehen und dafür noch viel Geld zu bezahlen. Also die Kritik verstehe ich. Die kann ich auch absolut nicht nur verstehen, die teile ich auch, diese Kritik, was ja leider oftmals wirklich der Fall ist. Gefühlt gibt es dann da Collection, die häufiger gönnen und manche Collection gefühlt, die gönnen nie. Und diese Collection, die gönnen, Freunde, gerade noch von Mew und Mewtwo gesprochen und hier ziehen wir wirklich Mewtwo und Mew GX. Centering ist gut. Von hinten sieht es auch gut aus, hier oben vielleicht so ein leichter weißer Stippen, so ist das manchmal. Eine traumhaft schöne Karte, schaut es euch an. Aus dem Mew und Mewtwo Booster gezogen. Sehr, sehr schön. Wie gesagt, ich liebe bunter Gleichgesinnten. Und wenn ihr Bock habt, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare.
dann werden wir hier noch einiges zu öffnen. Wenn ihr keinen Bock habt, ja gut, schreibt es auch in die Kommentare. Ich werde davon trotzdem was öffnen. Aber nicht vergessen, in die Kommentare reinschreiben. Und gerne auch ein Like und ein Abo dalassen. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Und gerne das Glöckchen anmachen. Hier kann man auf jeden Fall den einen oder anderen Code abstauben. Und ja, ihr seht, wir öffnen hier auch mal Produkte, die andere Kanäle vielleicht nicht mehr öffnen. Einfach so ein bisschen, um ein bisschen Diversität reinzubringen. Hier richtig, richtig cool, gerade so im Herbst, wenn es Richtung Halloween geht. Ja, schöne Karte. Vielleicht haben wir Glück und wir ziehen noch was. Wie gesagt, das Set hat so viele schöne Karten. Freunde, Freunde, ja Mann, ja Mann, ja Mann. Wie geil ist das denn? Ich weiß gar nicht, war es in diesem Video oder noch im vorigen Video, wo ich gesagt habe, hier bunter Gleichgesinnten, richtig cool. Wegen Anton und Fleckmon, hier die beiden Underdogs. Ja, Centurion könnte ein bisschen besser sein. Sehr schade, dass das nicht perfekt ist. Aber das Centurion ist noch voll im Soll. Wie gesagt, könnte besser sein. Aber wir haben eine Rainbow gezogen. Oh, das fühlt sich so gut an. Und die habe ich auch noch nicht, Freunde. Die habe ich auch noch nicht. Ist das eine geile Collection? Und das für 15 Euro, da kannst du doch nicht meckern. Da kannst du doch echt nicht meckern. Ja, stabil würde ich sagen. Jetzt dürfte die Collection ja gar nicht mehr gönnen. Da hat der Papa doch mal wieder alles richtig gemacht. Ne? Und darauf gibt es erstmal einen Code. Ja, schön. Richtig, richtig schön. Und diese Karten hier, Fleckmon Anton, die gefallen mir so gut. Die Tech-Team-Karten, die sind so schön. Kann ich jedem nur empfehlen. Das Set gibt es auch noch günstig. Falls ihr da wirklich noch was von ja, Sonne und Mond sammeln wollt, Welten im Wandel, bunter Gleichgesinnten, kann ich euch nur empfehlen. Zwei wunderschöne Sets, die es noch zu anständigen Preisen gibt. Der gute Astor und dahinter. Immerhin, nur Freunde, eine Holo. Die Jute Magneson. Sehr nice. So. Schön, schön. Ja, ich sag mal, wenn du aus zwei Collection zwei Hits ziehst, ja, kannst du dich da nicht beklagen. Wenn du sogar aus einer Collection zwei Hits ziehst, stabil, würde ich sagen. Und ich würde es nicht so sagen, ich habe es sogar gerade gesagt. Last Pack Magic von. Haben wir noch was? Gönnt diese Collection uns nochmal. Wenigstens eine Holo. Ein Hit wäre schön. Ich habe den Glauben daran verloren, aber ich hatte recht. Diese Collection war leider nicht so gut. Nur eine Reverse Rare und eine Holo. Aber dafür war die erste umso besser. Ich mache gleich noch Fotos nach dem Video für Insta. Und ja, dann könnt ihr diese beiden schönen Karten da auch nochmal näher bestaunen. Vor allem die Rainbow. Also mir hat es super, super viel Spaß gemacht. Wenn ihr Bock habt, dass ich nochmal so beschädigte Boxen aufkaufe und die dann hier öffne, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ihr seht, der Inhalt vollkommen intakt. Und da ich die Box ja eh geöffnet habe, war die Boxverpackung vollkommen egal. Also ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und das hat euch wenigstens genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ja, bleibt gesund, bleibt mir treu und schaltet hoffentlich auch wieder beim nächsten Mal ein und natürlich Insta abchecken. Also ihr Lieben, macht's gut, euer Pokeknecht90, ciao.